Am 1. Dezember 1929 endete die 11-jährige Besatzungszeit in Jülich. Das hat man schon am 30. November mit einer großen Veranstaltung, einer sogenannten Befreiungsfeier, begangen. Das ist an vielen rheinischen Orten, die nach dem Ersten Weltkrieg durch belgische, französische oder britische Truppen besetzt worden waren, so gemacht worden. Jülich ist ja eine der letzten Städte gewesen, die durch die belgischen Truppen geräumt worden sind. Tatsächlich waren diese schon Ende Oktober 1929 aus Jülich abgezogen, aber die offizielle Schlüsselübergabe erfolgte dann zum 1. Dezember. Und das hat die Stadt Jülich mit einer großen Festveranstaltung begangen im Jülicher Rathaus, mit einer Festversammlung. Und aus diesem Anlass hat man eine Gedenkmedaille herausgegeben mit einer Umschrift: Das Land ist frei, ein Zitat aus Schillers Wilhelm Tell. Und diese Medaille ist damals in einer Auflage von etwa 100 Stück herausgegeben worden, um verdienten Bürgern, die während der Besatzungszeit sich besonders ausgezeichnet hatten, damit eben eine Referenz zu erweisen und auch den Vereinen, die sich an dem Festumzug, der sich dann der Festversammlung teilgenommen hatten, quasi ein Erinnerungsstück geben zu können. Der eigentliche Festumzug, der als Fackelumzug gedacht war, ist wohl mehr oder weniger ins Wasser gefallen, weil es an diesem Abend extrem geregnet hat. Überliefert sind die Reden, die anlässlich der Befreiungsfeier gehalten wurden, die Glückwunschtelegramme, die aus Berlin und aus Köln kamen und aus anderen Städten. Und man merkt den nationalen Pathos, der dieser Veranstaltung innewohnte, sodass die linken Kräfte im Jülicher Rat, also sprich SPD und KPD, auch diese Veranstaltung boykottiert haben.